Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Real-Life-Folge hier auf meinem Kanal LSR19Profis. Ja, ihr seht schon, einige kennen das ja, ne? Ich bin heute bei meinem Lieblingskunden. Meine lange Tour habe ich heute und heute ist ein richtig beschissener Tag. Gut, es wackelt jetzt gerade, die sind jetzt gerade am Laden. Warte mal, ich zeige das euch mal hier kurz. Hier. Ich habe ja die Kamera hier, ne, könnt ihr ja so schön sehen. Ich habe heute mal eine lange Tour und richtig beschissener Tag. Und ja, normalerweise geht das ja beim ersten Kunden immer schneller. Ne, ich bin ja regelmäßig da beim ersten Kunden da, wo ich bin oder beziehungsweise wo ich ablade. Und diese Woche fehlen drei Leute. Drei Leute sind im Urlaub gegangen. Die drei Leute hätte man ja auch nach Ostern Urlaub schicken können und nicht vor Ostern. Und dementsprechend hat das nicht nur eine Stunde gedauert, sondern 2,5 bis 3 Stunden. Und deswegen bin ich ein bisschen spät dran. Wir haben jetzt schon 15 Uhr. Bis ich hier fertig bin und Papiere und allem Kram, ist es 4:30. 4:30, 5:30, 5:30, 6:00 im Lager abladen, 6:30, 7:00 zu Hause, 7:30, 8:00 ungefähr. Ne? Gut, es kommt immer darauf an, was unterwegs los ist. Ne? Jetzt kommen die ganzen Traktoren raus. Ne? Jetzt kommen sie alle aus ihren Löchern. Auf den Hinweg hier habe ich auch jede Menge Trecker vorgehabt und dann hat man auch nicht immer die Möglichkeit zu überholen. Ist halt so, ne? Kann ich halt nicht ändern und deswegen wird heute Abend wahrscheinlich auch, also sehr wahrscheinlich kein Livestream kommen. Das wird mir zu spät. Ne? Bis ich live bin, ist 20, 21 Uhr ungefähr und es lohnt sich auf jeden Fall auch gar nicht mehr, weil ich ja dann noch einen Tag wieder raus muss. Ne? Also das lohnt sich auf jeden Fall nicht mehr. Also das wird sich nicht lohnen. Ne? Und ist halt so, ne? Kann man halt nicht ändern und aber ich werde dann heute oder morgen mal gucken, wie ich das schaffe. Noch eine Folge machen. Ich habe ja euch gesagt, ich wollte noch eine Folge machen wegen dem Schweinefutter und für die Tiere, ne, für die Kühe und für die Schweine, Futterberechnung und so weiter. Und das würde ich gerne mal versuchen mit der Aufnahme auch, wo ich dann zu sehen bin, ne? Also mit Cam. Also das funktioniert auch auf der PlayStation, Aufnahme mit Cam. Und das würde ich ganz gerne dann mal ausprobieren, ne? Also so, dass ihr mich dann in der Aufnahme beziehungsweise in dem Video dann auch sehen könnt, ne? Der ist jetzt fertig hier. Jetzt hat er die Rampe runtergemacht. Jetzt schmeißen wir mal die Karre an. Ja, ich kann das immer richtig schön sehen, wann die fertig sind mit Laden. Ne, jetzt sind sie fertig jetzt hier. Jetzt können wir auf jeden Fall wegfahren von der Rampe. Fahren wir mal. Ja, warte, wir müssen ja noch ein Foto machen, weil die machen immer, wenn sie jetzt nach der Beladung machen sie immer Fotos und was soll er denn jetzt? Ja, ich sehe das. Ich seh das, wenn ihr fertig seid. Da brauchen sie nicht klopfen. Na gut, manche wissen nicht, dass ich eine Kamera habe. So, jetzt machen sie das Tor zu, jetzt kann ich vorfahren. Jetzt kann ich vorfahren. Zack, zack, zack. Also haben wir die Poller da hinten. Jawohl, super. Wie gesagt, deswegen kommt dann heute Abend kein Livestream. Ne? Ist halt nun mal so, kann ich halt nicht ändern. Und da kommt gleich eine Frau ins Bild, die fährt auch LKW. Frauen am Steuer ungeheuer oder wie sagt man das immer? Ja, ne? Aber na gut. Wenn wir erstmal die Karre zumachen hinten. Viele wollten ja auch den LKW sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Sonne zu erkennen ist. So sieht er aus. MAN CGX 480. Ne? Alles klar. So, dann müssen wir hier die Bude zumachen. So, mal gucken, ob die Stangen drauf dran sind. Warte mal. Die Stangen sind drauf. Ja, die Stangen sind. Ja, alles klar. So, da sind die Stangen. Stangen sind dran. Wunderbar. Können wir die Bude zumachen. Ja, hier ist nochmal der Auflieger dann zu sehen. Ne? Also, das ist der LKW ganz. Ne? Also,
halt ganz normal, stinknormaler Sattelauflieger. Ich weiß ja nicht, ob ihr jetzt das erkennen könnt in der Sonne. Ja. So, Bude zu. So, jetzt gehen wir wieder rein. Na gut, hier müssen wir erstmal die Karre noch anmachen. Scheiß Sonne jetzt im Weg. Kacke. Scheiß Sonne im Weg. Ja. Ja, wie gesagt, also das wird heute nichts. Ne? Also, jetzt fahre ich das mal an die Seite. Ja, er will ja auch schon zurückfahren, glaube ich. Ja, Kühlung ist auch schon angeschmissen worden. Die läuft auch schon. So, mal den LKW. Oh, das wackelt aber hier, Alter. Leck mich am Arsch. Mal gucken, ob ich das irgendwie besser hinkriege. So, jetzt gucken wir in die Rückfahrkamera wieder. Ah, die seht ihr jetzt nicht, ne, wegen der Sonne. Ich gehe mal näher ran. Ach, leck mich doch am Arsch. So, ja gut. Das blendet, ne? Bisschen, ne? Das blendet ein bisschen. Aber ihr könnt es aber sehen. Ne? Ihr könnt es sehen. Kann ich immer schön gucken, wie weit ich dann zurückfahren muss. Kann ich schön hinten sehen. So, da kommt schon die Bordscheinkante da. Ein bisschen können wir noch. Ja, das ist gut. Alles klar. Nee, wie gesagt, also ja, geht, wie gesagt, also heute Abend kommt kein Livestream. Ne? Ist halt so mal so, da kommt der nächste. Es ist ein Planauflieger. Da hat wahrscheinlich Rohstoffe gebracht oder was, keine Ahnung. Oder Folie oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, und da hinten ist Palettenlager. Also Paletten, da laden wir immer Paletten ab. Ne, da haben die halt eine eigene Rampe, die Palettenabteilung da. Ne, normalerweise ist das auch unzulässig, im Sommer so offen an eine Rampe zu fahren, wenn man TK hat. Ne, ja, könnt ihr euch ja vorstellen, ne, wenn ich jetzt, sage ich mal, 27 Grad runtergekühlt habe und draußen ist plus 35 Grad oder so oder 34 Grad, innerhalb von ein paar Minuten ist die Bude dann warm. Ne? Normalerweise ist das nicht zulässig. Ne? Normalerweise muss das auch so aussehen wie da hinten, die Tore, wo wir dann laden. Ne? Normalerweise muss das so aussehen, ne? bei der Entladerampe, wo die Paletten sind. Ne? Aber deswegen, also da ja, gut. Ist halt so. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier soweit durch. Die Papiere dauern noch, weil die müssen das auch erstmal alles ausdrucken, hin und her und bla bla bla. Und ach. Ich hasse das immer, wenn ich hier hochfahren muss, aber ganz ehrlich, aber gut, nützt ja halt nichts, ne? Die Ware muss ja auch irgendwie abgeholt werden, ne? Weil von unseren Leuten sind auch, glaube ich, zwei oder drei krank und ja, ist ein bisschen nicht einfach, also beziehungsweise mein Chef hat das nicht immer einfach, ne? Weil der fährt ja auch jetzt zur Zeit, ist auch zur Zeit unterwegs, mein Chef, im LKW und ja. Muss ja auch mit knüppeln, ne? Geht ja nicht anders, ne? Ja, wunderschönes Wetter haben wir hier, ne? Strahlender Sonnenschein, strahlenblauer Himmel, da mit einem ganz, ganz, ganz kleinen Wölkchen im Himmel da, aber ja, das soll auf jeden Fall die ganze Woche so sein, ne? Über die Ostertage soll es auch so richtig schön sein und ja, genießt das Wetter auf jeden Fall. Ja, ich werde erstmal hier einen Cut machen, wie gesagt, heute Abend kein Livestream, morgen dann wieder. Ich habe ja dann morgen eine kürzere Tour auf jeden Fall. Wenn nichts dazwischen kommt, ne, ihr wisst, kann immer was da sein, kann immer was dazwischen kommen in der Speditionsbranche, wenn man unterwegs ist. Da steckt man halt nicht drin. Ne? Ja, auf jeden Fall genießt das Wetter. Dann wünsche ich euch noch einen guten Start in die Woche auf jeden Fall. Ne? Knüppelt nicht mal so viel. Und wir sehen uns, da kommt der Nächste. Da kommt der Nächste. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall, ja, ich hoffe dann morgen im nächsten Livestream dann auf jeden Fall wieder. Ne? Ich bin erstmal raus und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.